Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, wir sind in Trabzon. Wir sind nicht direkt in Alanya angekommen, als wir damals in die Türkei ausgewandert sind. Das weiß der eine oder andere, vor allen Dingen neue Abonnent, garantiert nicht, wo wir vorher gelebt haben. Wie wir vorher gelebt haben, das werdet ihr in diesem Video sehen. Wir starten jetzt hier von Trabzon und fahren nach Giresun, nach Bulandschak. Und dann schauen wir mal, ob ich mich da noch irgendwie zurechtfinde. Ist ja schon ein paar Jahre, dass ich nicht mehr dort war. 3 Jahre, glaube ich. Vor 5 Jahren haben wir dort gelebt für 10 Monate. Dann fahren wir wahrscheinlich nochmal hoch ins Köy, die Oma besuchen. Und ja, ich gebe euch ein paar Eindrücke abseits von Alanya, wie es in anderen Regionen ausschaut. Und ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns, wenn wir dort sind. Hat alles angefangen, als wir damals in die Türkei gekommen sind, also nicht ganz in dieser Siedlung. Wir haben ja erstmal bei der Oma gewohnt, unten ja, in der Stadt am Merkez und natürlich oben im Köy. Und vielleicht sieht man das, da wo das Fenster offen ist, da ist die Wohnung, wo wir gewohnt haben. Und ja, hier hat alles angefangen, ne? Würde ich mal sagen. Ja, und was auch typisch ist, die trocknen halt ihre Haselnüsse, ihre Pfirsiche auf so Planen, überall in der Stadt, am Meer, auf öffentlichen Plätzen. Völlig egal, Hauptsache, die werden getrocknet und dann weiterverkauft. Ja, also wie gesagt, hier hat fast alles angefangen. Die Häuser sahen nicht immer so aus, also kurz nachdem wir ausgezogen sind, sind die dann komplett gestrichen worden. Jetzt sehen die gut aus. Die sahen richtig fertig aus, die Häuser. Die waren in so einem, wie soll ich das sagen, Khaki. So wie die Wand war das halt gewesen, so sah das alles aus hier. Und ja, aber das waren halt die Anfänge. Also mit Alanya, der Mentalität nicht zu vergleichen. Wir werden ja auch gerade voll angeguckt, weil wir was aufnehmen und die halt eine andere Sprache als Türkisch hören. Das ist halt eben so, man fällt halt auf.
kurz hier Parkhaus angekommen. Wir gehen jetzt die Tante besuchen. Die hat eine Schneiderei hier vorne. Sie weiß nicht, dass wir kommen. Ja, ich wollte euch einfach mal ein paar Eindrücke verschaffen, wie es wirklich in großen Teilen der Türkei aussieht. Und ja, wir haben hier gelebt. Wir haben uns auch sehr wohl gefühlt. Hier haben wir halt immer geparkt, wenn Pazar war oder halt wenn wir einkaufen gegangen sind. Weil du kriegst, ihr habt es ja an den Straßen gesehen, du kriegst hier einfach keine Parkplätze. Das ist so katastrophal. Aber da haben wir ja das Parkhaus. Ich weiß gar nicht, was kostet. Damals hat es 1 Lira gekostet. Ich weiß nicht. Wir werden es nachher sehen. Ja, da war gerade eine Braut, die ist eingestiegen, hat ihr Kleid geholt. Hier ist PTT von Bulanjak, also Post. Ja. Also charakteristisch hier für die Gegend ist, die Kerle sitzen halt einfach draußen, chillen ihr Leben. Das sieht man ja. Mal gucken, ob die Tante da ist oder ob sie nicht da ist. Ja, ich bin schon ein bisschen gespannt. Ha, Gengibar. Gengibar. Tamam. Geh du mal, ist das so gut. Die wird jetzt doof gucken. Na, der Jenge Jim. Ah, so ein Bild. Ja, das ist der Laden, wie es scheint, von dem Kumpel, mit dem wir früher immer zum Jagen gehen wollten. Was für eine Tür? Tabiki. Ja, ich bin jetzt gerade Verkäufer indirekt geworden. Nee, aber wir wollten hier gerade eigentlich gucken. Nee, was? Köpfeballe. Was? Ja, was? Oh, aber, ah, was? Oh, Choppy. Ja, der Laden gehört einem Kumpel hier. Und ich direkt auf der Straße wieder erkannt. Wir haben jetzt gerade Ed gekauft. Und ja, wir fahren jetzt einfach die Oma besuchen. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück. Und schauen wir mal. Ja, scheinbar wird man doch noch irgendwie erkannt. Ich würde euch jetzt zeigen, das Haus von der Nana, aber da kann man überhaupt nicht parken. Das ist eine richtige Katastrophe. Auf jeden Fall, das ist ein Haus so wie das. Auch vierstöckig, fünfstöckig, ich weiß gar nicht mehr. Und aber die meiste Zeit verbringt sie halt oben im Köy. Wir gehen jetzt zum Parkhaus zurück. Ich nehme euch mal mit ins Köy rauf. Dann seht ihr mal, wie es haselnusstechnisch da oben so ausschaut. Ja, so hat alles angefangen. Oder hier haben wir angefangen, bevor wir dann 10 Monate später nach Alanya gegangen sind. Und ja, ist ja vielleicht auch für die neuen Abonnenten mal ganz interessant zu sehen. Also kommt mit. Was haben wir hier gerade gemacht, Frau? Bisschen eingekauft. Wir haben jetzt, es gibt hier so viele kleine Läden. Und ja, da kann unterstützen. Man unterstützen, richtig. Ja, ihr seht, die Wäsche wird draußen aufgehangen zum Trocknen. Jeptok Mac, Lassaktur steht da an der Wand. Ja, so schaut es halt hier aus. Ne? Ja, ihr seht ja, wie hier Auto gefahren wird. Wenn man hier eine Zeit lang war, gewöhnt man sich natürlich dran. Obwohl, es ist echt, ne, ihr seht es ja. Aber das ist ganz normal. Jetzt versteht ihr auch, warum, wenn ich... warum ich euch nicht das Haus von der Oma zeige, weil mega enge Straße, da passt nur ein Auto durch. Ah. Ihr seht ja, ne? Das ist. Jetzt fahr. Jetzt, Schatzi. Katastrophe, Katastrophe. Jetzt schon wieder der nächste. So ist das halt. Ja. Es ist halt ein bisschen anders, ne, als man das kennt. Vielleicht stellt sich der eine oder andere die Türkei genau so vor.
Ja, das ist auch die Türkei. Die Türkei hat halt mehr als eine Seite. Und ja. Und wir fahren weiter der Nase entlang. Immer weiter. Ha! Hier war irgendwo eigentlich dieser Papagei, wo wir unseren Futter immer für die Papageien bestellt haben. Nee, das war in der einen Hauptstraße hinten. Also da, wo Parkhaus ist. Echt? Ja, das war. Nee, du bist richtig. Stimmt, das weiß ich, wie wir sind. Ich weiß, weil hier. Ja. Ja, so ist das, ne? Hier links sind alles Haselnüsse. Soweit das Auge reicht. Fındık. Hier ist eine Schule. Ja, bak burası kız yurduydu. Mädchen für Mädchen halt. Ne, sind jetzt auch. Ist auch gemischt, okay. Ne, ist direkt Mädchen und Jungen nebeneinander. Okay. Dann haben die das anders gemacht, das war früher nicht so. Also wir haben festgestellt, dass wir uns hier nicht mehr wohlfühlen. Ja, das ist alles jetzt fremd. Ja, okay, ist ja klar, wir waren, ich war dieses Jahr, glaube ich, einmal hier bei Mama. Und das war nur für ein paar Stunden, da merkst du das nicht. Aber jetzt, ich glaube, ich habe befremdet, vieles hat sich geändert. Jetzt fällt mir das gerade ein, ich glaube, ich habe das damals genannt, es schaut aus wie im Auenland hier. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg hoch auf 700 Meter irgendwas oder 800 Meter, wo die Oma wohnt. Und schaut wie im Märchen. Ja, wie im Märchen, wie im Auenland. Aber schaut selber. Achso, die Straßen sind ein Traum, habt ihr wahrscheinlich schon festgestellt. Schaut mal, wie geil das draußen aussieht. Ha, herrlich. Was ich sagen wollte, die knallen hier mit 70 lang, ne? Also, die kannst du nur 30, 40, 50 fahren. Die knallen die mit 70 lang, mit 80. Scheißegal. Im Winter, hier ist keine Beleuchtung, nix. Hier kommt auch Frost und alles. Das ist denen egal. Die knallen einfach immer hoch. Ich unterbrich dich, tut mir leid. Damals hat die Oma mitten im Winter gesagt: Komm, lass auf dem Dorf fahren. Und es war am Stein hier. Ja. Und nein, siehst, voll viel Nebel. Und du bist die Hälfte der Strecke bis zum Dorf gefahren und danach guckst du, nee, ich fahre nicht weiter, du bist wieder umgedreht. Das ist echt scheiße gefährlich. Hier geht's, keine Ahnung, hunderte Meter tief runter. Das ist echt gefährlich. Wären wir angekommen. Anana hat uns auch schon gesehen. Sie denkt, 07 Placker. Und meine Frau hat gerade das Fleisch auf den Herd getan, schnell. Und ja, wird gekocht. Und dann gehen wir nachher nochmal auch zur Familie runter. Bisschen was erzählen. Und dann geht es morgen schon wieder in der Nacht, also früh 6 Uhr. Ja, wir haben eben geredet gehabt mit der Uhrzeit 6, 7, ja. So ungefähr. Von hier ist es nicht mehr ganz so weit, nur 13 Stunden und das ist das kleine Knusperhäuschen. Ja, Haselnussernte ist schon gemacht, habe ich wieder geschafft, mich zu drücken. Und ich habe euch ein paar Eindrücke hoffentlich vermitteln können. Wenn es euch gefällt, lasst dem Video einen Daumen für den Algorithmus da. Abonnier-Button auch nicht vergessen zu drücken. Wenn euch das Thema Immobilien interessiert, Nova Property, unseren Immobilienkanal, dürft ihr auch gerne abonnieren. Bleibt mir gewogen. Einen wunderschönen Tag. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.